Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Christmas in Prague. Wir sind im wunderschönen, verschneiten, weihnachtlichen Prag, heute am Heiligabend. Leute, ich wünsche euch allen ein ganz, ganz frohes, besinnliches und tolles Weihnachtsfest. Genießt die Zeit, macht euch einen richtig schönen Heiligabend. Und zur Abrundung dieses Tages spielen wir natürlich hier weiter in unserem Christmas Special Tomb Raider Christmas in Prague. Haben ein Motorrad am Start. Das haben wir uns aus einer Garage gegönnt. Und da düsen wir jetzt einmal durch diese Weihnachtsstadt, durch die Barriere und erschließen uns einen neuen Bereich. Hey, what are you doing? Okay, der muckt jetzt erstmal rum, der Typ. Cool, ich dachte, dass man die Barriere einfährt, aber dass man jetzt hier einbricht, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ja, jetzt ist natürlich alles, was die hier gerade flicken, hat Lara wieder mal kaputt gemacht. Das heißt, der arme Mann, der kann jetzt nicht Weihnachten seiner Familie feiern, weil er die Straße wieder zumachen muss. Lara, schäm dich. So, wir stellen das Auto gerade erstmal hier ab, weil ich einmal kurz gucken will, ob da unten in dem Loch auch noch irgendwas ist. Aber nee, man ist einfach nur hier runtergefallen. Okay, ich hoffe, dass man jetzt auch hier wieder rauskommt. Ja, und lassen das Motorrad jetzt einfach erstmal hier stehen, weil es ist immer ein bisschen besser, sich zu Fuß umzusehen. Da hat man dann doch einen besseren Überblick über das Ganze. So, können auf jeden Fall hier einmal lang. Das riecht schon nach einem Secret, das stinkt regelrecht danach. Jawohl. Und haben damit am Heiligen Abend unsere Unglückszahl 13 gebrochen und 14 Dekorationsgeheimnisse am Start. Wie schön. Ja, da haben wir hier die nächste Mülltonne. Da ist jetzt keine Kugel drin, sonst würde ich auch sagen, wäre hier Agent XP langsam die Ideen ausgegangen. Ach, das ist aber auch schön. Guck mal, ein Hotel. Ja, da können wir jetzt doch am Heiligen Abend doch mal einsteigen. Uns das mal gönnen. Gucken wir gleich rein. Wir gucken uns aber hier draußen erstmal um, bevor wir ins Hotel gehen. Können wir auch nochmal da dann langlaufen. Jetzt schauen wir erst nochmal hier. Aber ich glaube, in der Gasse ist dann erstmal auch nicht weiter viel zu finden. Gucken wir mal. Ach hier, guck mal da. Da versteckt sich doch wieder was im Grün. Und damit haben wir die Hälfte der Weihnachtsdekorationsgeheimnisse. Sehr schön. Ist da noch ein zweites drin versteckt? Nee, ne? Ist ja ein bisschen wie im Oster-Let's Play. Wo wir dann schon oft nach Ostereiern gesucht haben. Und so ist es jetzt irgendwie hier an Weihnachten, dass man hier nach Weihnachtskugeln sucht. Das hat irgendwie so ein Oster-Let's Play-Feeling. Statt nach Eiern halt nach Christmas-Kugeln zu suchen. Finde ich cool. Sehr schön. Da oben ist auch noch eine Uhr, eine Turmuhr. Ist aber auch nicht die astronomische Uhr von Prag. Die sieht nämlich anders aus. So, hier die Gassen, da haben wir noch einen versperrten Weg. Da kommen wir nicht lang. Hier geht es aber lang. Aber ich würde sagen, bevor wir uns das hier anschauen, ja, gehen wir erstmal ins Hotel. Wir machen jetzt erstmal hier uns einen gemütlichen Weihnachtstag im großen, luxuriösen Hotel Prags. Und wird direkt schon von einem goldenen Kronleuchter begrüßt. Lara schießt direkt die ersten Geschenke ein, die für die Hotelgäste hier stehen. Ich warte halt wirklich noch drauf, dass ein Geschenkeberg einspringt und da drin eine Weihnachtsdekoration liegt. Aber bis jetzt war das leider nicht so. Schönes Hotel. Da würde ich dann zur Weihnachtszeit auch mal mich einbuchen. Wenn ich das nächste Mal in Prag bin, buche ich hier. Ach, guck mal. Da ist sogar ein Schlüssel. Sehr nachlässig von der Hotelrezeption, muss ich sagen. Kann Lara einfach reinstolzieren und sich einen Schlüssel gönnen und dann hier irgendwelche Hotelzimmer einsteigen. Kann man machen. Jo. Schön. Kann man hier irgendwo hochklettern? Kugel und so, Weihnachtsdekoration? Nein. Aber schön gemacht mit dem Vorhang. Oh, so einen schönen Wein würde ich jetzt auch trinken. Da ist die Hotelbar.
Da ist Curtis, oh mein Gott. Oh, da kommen Lara alte Gefühle auf. Curtis, I knew he was alive. I have to get in there. Hey, so, Lara freut sich. Oh. Come in here without a ticket. Guess only. Ah, und der lässt uns nicht durch, weil wir kein Ticket haben, oder? Das können wir auch so regeln. Falls wir kein Ticket auftreiben können. Aber wir sind doch durch, oder? Maintenance Room Key. Weiß ich gerade nicht, was das heißt. Werden wir aber sehen am gelben Schlüsselloch. Ich glaube, wir müssen dem Mann ein Ticket geben, damit wir da reinkommen. Dann wird er wahrscheinlich hier uns eine Tür öffnen. Verstehe. Und da kommen wir so nicht rein. Das heißt, wir organisieren uns mal ein Ticket, das in irgendeinem Hotelzimmer vielleicht irgendwo am Schrank liegt. Weil wir haben ja einen Schlüssel, ne? Ist ja gar kein Problem. Frage ist nur... Huiuiui, das ist aber ein großes Hotel hier. Wo müssen wir hin? Schauen wir uns einfach mal ein bisschen in diesem schönen weihnachtlich geschmückten Hotel um. Machen erstmal Stockwerk für Stockwerk. Nach oben gehen wir gleich. Wir gucken uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Hello. You're looking a bit stressed. Can I help you? The lift is broken and they need to take the trays upstairs for the guests. Can you please help, miss? I'll see what I can do. Oh, der Lift ist kaputt und... Ah, das ist zu schwer und das muss nach oben. Was haben sie denn da Gutes gekocht? Was gibt's denn am Heiligen Abend? Sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht aus wie so eine Tomatensoße. Auf jeden Fall auch mit irgendwie Grün drin, Petersilie oder so. Vielleicht ein bisschen Käse. Eine leckere, ich würde sagen, so eine lecker würzige Tomatensuppe könnte das sein. Da läuft mir gerade direkt das Wasser im Mund zusammen. Ich habe nämlich heute noch nicht viel gegessen. Und der Weihnachtsschmaus muss auf mich leider noch warten, weil ihr wisst ja, ich produziere vor und für mich ist natürlich heute kein Heiligabend. Ah, okay. Hier kommt der Schlüssel rein. Das heißt, wir können vielleicht das Essen da reinschieben und dann nach oben befördern. Oder? Was ist das für ein Raum hier? Ach, das ist eher so ein Lager. Das ist cool. Ach, und hier, guck mal an. Da kann man sogar rein. Wie schön. App. So. Ist das ein Secret? Das könnte auch ein Secret sein, finde ich. Schauen wir mal. Vielleicht können wir sogar diese Rolle nach vorne machen. Hm. Maybe I can find something that will help in the market. Okay. Ah, wir müssten dann wahrscheinlich in irgendeinem Markt eine Art Schaltkreis, Relais oder sowas finden, was wir da einsetzen müssen, um den Aufzug zu reparieren. Okay, das sind unsere To-Dos. Wir brauchen ein Ticket, um zu Curtis zu gelangen. Was vielleicht sogar das Ende des Spiels sein könnte, dass Lara da Curtis trifft. Ja, aber müssen vorher auf jeden Fall, glaube ich, erstmal diesen Aufzug reparieren. Probieren wir mal eine Eins nach dem anderen hier zu lösen. Guck mal hier in der Ecke, da liegt aber keine Weihnachtsdekoration. Fackeln nehmen wir mit. Und haben hier eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Aber einschießen können wir sie. Und darin befindet sich eine Weihnachtsdekoration. Yeah! Seht ihr, diese Kiste konnte man nämlich in der Werkstatt nicht einschießen. Und hier ging es jetzt. Also sie schießen. Ach so, doch. Ah, bin ich mir unsicher. Hätten wir das vielleicht auch in der Werkstatt einschießen können? Das ist eine gute Frage. Das sollten wir vielleicht dann nochmal ausprobieren. Können wir auch, weil ich habe ja Speicherstände. Da sind wir hier, direkt an der Werkstatt. Da können wir es probieren. Also wechseln wir nochmal ganz kurz dahin. Befindet sich hier. Aber ich meine, dass wir drauf geschossen haben, weil ich habe ja gesagt, lieber einmal mehr schießen als einmal zu wenig, ne? Das war unten, glaube ich. Unten drin. Dann, ach ja, hier ist ja zu. Ich laufe jetzt nicht bewaffnet rum, weil ich Angst vor einem Gegner habe. Hä, wo kommt denn der her? War der die ganze Zeit schon da? Ist ja cool, dass wir nochmal hier waren.
Es sieht ein bisschen aus wie bei Tomb Raider 3, der eine Heini da. Ich finde, das ist ein sehr gruseliges Gesicht. Da verbinde ich nichts Schönes mit. Deswegen muss ich einmal draufballern, auch wenn heute heiliger Abend ist. Wir sind Lara Croft und die ist manchmal alles andere als heilig. Deswegen passt das, denke ich. Aber es passiert ja hier nichts, ne? Sonst würden wir das natürlich nicht tun. Ist ja vollkommen klar. So, wie kommt man denn jetzt nochmal nach da unten? Ach so, ich bin falsch gelaufen. Wenn wir Leben verloren haben, ist auch egal. Weil wir laden ja wahrscheinlich eh wieder. Ich will ja nur wissen, ob wir hier unten eine Kiste nicht eingeschossen haben, die man theoretisch einschießen könnte. Oder haben wir sie eingeschossen und ich weiß es nur nicht mehr. Das ist natürlich auch möglich. Die hier, ne? Aha, da sind Fackeln drin. Okay, da sollten wir später nochmal hin zurückkehren, um die Fackeln zu holen. Aber das können wir mal anders machen, das ist nicht ganz so wichtig. Wenn es jetzt ein Secret gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, gleich geholt. Gut, ja, da kommen wir bestimmt nochmal irgendwann zurück. Oder in die Nähe zumindest. Jetzt gucken wir erst nochmal hier, weil da liegt nämlich noch eine Schokolade in der Ecke. Wissen, wir brauchen hier was, um das einzusetzen, um den Aufzug wieder fahrtüchtig zu machen. Schauen jetzt hier nochmal. Türen gehen aber hier nicht auf, ne? Ach, die geht aber auf. Da habe ich jetzt gerade irgendwie nicht mit gerechnet. Cool. Und wo landen? Ach, bei der Rezeption. Ja, wunderbar. Ach, wisst ihr was, Leute, wenn wir hier sind, ich kann die Fackeln da jetzt nicht liegen lassen. Wir cruisen, cruisen können wir nicht, weil wir kommen ja mit unserem Motorrad da nicht... Kommt man da wieder zurück? Da kommen wir vielleicht gar nicht mehr hin. Das ist ja doof. Oder kommt man aus dem Loch raus? Das hoffe ich jetzt, weil wenn wir irgendwas übersehen hätten im ersten Level-Teil, aber das sind ja auch noch, haben wir da nicht auch noch Schlüssellöcher, die noch offen stehen? Ich glaube schon. Ich wollte schon sagen, wir waren ja auch noch nicht in der Boutique und so weiter. Also hier kommt man dann definitiv nochmal zurück. Okay, dann machen wir das jetzt schnell mit den Fackeln, bevor wir das irgendwann später vergessen, weil ich will ja alles haben, ihr kennt meinen inneren Monk und so. Deswegen muss das jetzt hier an dieser Stelle sein. Und dann haben wir wenigstens auch soweit alles vollständig und ein gutes Gewissen. Typisch, ich weiß. Braucht ihr mir nicht sagen. Okay, dann hier einmal nochmal rüber. Ich frage mich, warum ich das nicht das letzte Mal eingeschossen habe. Oder habe ich drauf geschossen und es ist nicht zersprungen, weil ich daneben geballert habe. Finde ich gerade kurios. Man schießt wieder mal alles ein, nur das nicht, was man einschießen muss. Wieder sowas Typisches. Aber dann haben wir das jetzt auch im Petto und brauchen uns da nicht das merken, dass wir da nochmal Fackeln brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir die Fackeln sowieso nicht, weil bisher ist eigentlich alles relativ hell. Aber ich finde so am Weihnachtsabend, wenn wir schon mal eine gesammelt haben, da können wir auch mal die Stadt so ein bisschen in rotem Glanz erleuchten lassen. Vielleicht auch mal nicht verkehrt. Jetzt haben wir sie ja. Und wir verwenden sie wahrscheinlich eh nicht. Aber ich finde wirklich schön gemacht, dieses Fackellicht. Das sieht toll aus. Muss ich wirklich sagen. So, mein Monk ist befriedigt, ich bin zufrieden. Alles gut. Ich bin in meiner inneren Mitte angekommen. Für diesen Moment zumindest. Und ja, dann sehen wir mal weiter im Hotel. Ging ja jetzt ganz schnell. Haha. Reimt sich sogar. Hier ist der Breakfast Room wahrscheinlich, oder? Ist nochmal ein schöner Weihnachtsstern. Hm, that Christmas tree needs some decorations. Ah ja. Habe ich mir auch gerade gedacht. Der sieht noch nicht fertig aus. Den kann man noch mal so ein bisschen schmücken. Wenn wir Weihnachtsdekorationen finden, außer die Secrets natürlich. Ach, Moment. Wenn wir alle 30 Secrets haben, dann können wir die vielleicht da einsetzen und dann bekommen wir an das große Secret des Spiels. Das würde doch Sinn machen, oder? Das merken wir uns mal. Vielleicht deckt sich dann dieser Raum in einer... da gibt es vielleicht hier ein großes Weihnachtsessen, wenn wir das einsetzen oder so. Das fände ich cool. Und da findet man das nächste Secret. Jawoll. Ja, das fände ich echt cool, wenn wir 30 Kugeln haben, die hier einsetzen. Entweder passiert was mit den Geschenken. Glaube ich aber nicht, weil die sind relativ starr.
Dass dann plötzlich hier die Tische gedeckt sind weihnachtlich und es dann hier die Weihnachtsgans gibt mit Knödeln und Wirsing und Rotkraut, gefülltem Bratapfel mit Preiselbeeren und so weiter, da läuft mir direkt das Wasser im Mund zusammen. Ich nämlich letzte Woche gehabt, mit Freunden machen wir jedes Jahr ein traditionelles Gänseessen und es war wieder mega, muss ich sagen. So, also der Aufzug, der funktioniert noch nicht, aber wir können zumindest diesen Wagen schon mal dahin schieben. Das geht, glaube ich, soweit schon mal. Und wenn wir dann so ein Relais oder einen Schaltkreis oder irgendwas gefunden haben, den Aufzug reparieren konnten, dann schieben wir das Ding da rein und befördern das nach da oben. Das ist der Plan. So, jetzt laufen wir hier nochmal rum, bevor wir hier irgendwas übersehen haben. Aber ich glaube, hier müssen wir dann erst hin, wenn wir zu Curtis können, genau. Das heißt, wir gehen jetzt mal eine Etage weiter nach oben. So. Okay. Da ist schon mal nix. Versteckt sich nicht so gerne was in den roten Vorhängen, aber wir bleiben achtsam. Es kann ja jeden Moment sich das ändern. Ihr habt gesehen, diese Türen muss man tatsächlich auch alle ausprobieren. Weil die eine geht, die andere nicht. Also die, die ein bisschen heller sind, habe ich so das Gefühl, die gehen da auch irgendwie auf. Und da drüben sehe ich noch was Schönes leuchten. In einem schönen weihnachtlichen Rot. Eine Secret-Kugel. Wie wunderbar. Und Fackeln. Das passt ja auf den Kronleuchter. Wenn hier mal Strom ausfällt, dann haben sie direkt die Fackeln zur Hand und können das Hotel andersweitig beleuchten. Sehr praktisch. Gut, dann geht's zurück auf die große Treppe. Und biegen mal nach links ab. Da hoch möchte ich dann tatsächlich auch gerne. Kommen wir vielleicht dann mit der nächsten Etage hin. Jetzt laufen wir aber natürlich erst nochmal hier lang, dass wir da nichts übersehen. Hier ist nichts. Das geht nicht auf. Und das auch nicht, ne? Okay. Gut. Dann gehen wir eine Etage weiter nach oben. Hier, da bin ich gerade überlegen, ist das ein Hebel? Nee, ne? Wir müssen nämlich gucken, wenn so diese Leuchter so ein bisschen schief hängen, dass man die als Hebel benutzen kann. Und sich dann vielleicht noch eine Geheimtür öffnet. Die gucken wir uns gerade nochmal an. Ob wir irgendwo. Ach, da ist zum Beispiel schon einer. Oder? Sieht das gerade nur so aus? Das sah, glaube ich, nur so aus. Schade. Da hatte ich jetzt einen Knick in der Optik. Nee, da ist jetzt kein Leuchter, der auffällt. Aber da müssen wir drauf achten. Weil das ist ja sowas Typisches, dass diese Leuchter als Hebel fungieren. Haben wir schon einen anderen Custom Evils gehabt. Moment. Hier haben wir jetzt noch nicht alles uns angeschaut, denn hier drüben waren wir noch nicht. Das ist der... Ach so, ich dachte, es geht jetzt auf, weil es vielleicht ein Ticken heller ist. Aber da agiert Lara nicht mit. Hier müssen wir den Aufzug reparieren, dass wir dann... Da geht nämlich hier nichts. Das Essen nach oben befördern können für die Gäste des Hauses. Geht jetzt noch nicht. Gucken wir weiter. Das sind halt alles die Hotelzimmer, da kommt man halt nicht rein. Schlüssel haben wir ja schon unten für den anderen Raum eingesetzt. Das heißt, wir können mit dem Schlüssel nicht bei irgendwelchen wildfremden Leuten eindringen und ein Ticket klauen. Da ist jetzt die Rezeption nicht so schlimm nachlässig, weil der Raum, den wir da aufgeschlossen haben, der ist jetzt nicht so lebenswichtig. Irgendwo versteckt sich da noch was. Ich sag's euch, bei diesen roten Vorhängen. Ein rotes Secret, das matcht doch einfach. Das muss doch so sein. An irgendeiner Stelle kommt das bestimmt noch. Aber hier scheint ja wirklich so gar nichts zu sein. Der hängt auch sehr weit oben, finde ich. Aber da hängt sich Lara auch nicht dran. Ach, das geht auf. Die ist dunkel und geht trotzdem auf. Also das ist kein richtiges Indiz. Und da hat einfach jemand sein Zimmer nicht abgeschlossen. Ja, sowas. Ach, das ist ein Secret. Ja, wunderbar. Schön. Das heißt, wir haben jetzt wie viele? 19. Ja, das nimmt doch jetzt hier Formen an.
Wunderbar. Und hier geht's auch weiter, das sehe ich doch. Oder? Nee. Also das drückt wirklich. Also je heller die Türen sind, das liegt an den Texturen. Weil hier haben wir ein Licht und deswegen leuchtet es hell. Man muss wirklich jede Tür ausprobieren. Man kann es nicht an den Farben erkennen. Wie ich anfangs dachte. Haben wir noch irgendwelche Bilder vergessen? Ja, Lara könnte jetzt auch mal sich ein bisschen hier hinlegen. Mal gute Nacht, so schön den Weihnachtsabend gemütlich verbringen. Aber das macht Lara natürlich nicht. Die muss natürlich immer on Tour bleiben. Deswegen geht es auch direkt weiter. Gut. Ich würde sagen, bevor wir uns dann die nächste Etage anschauen, machen wir aber erstmal einen Cut. Wünsche euch noch einen wundervollen Weihnachtsabend und dann sehen wir uns morgen hier am ersten Weihnachtsfeiertag wieder. Bis dann, ciao.